Mega City. Ja! Ab in die Verlängerung. Es war 3-0. Jawohl! Moin Leute, was gab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu einer Zweitliga-Prediction. Und zwar predikte ich heute die zweite Liga der Saison 2024-2025. Lasst sehr gerne allen kostenlosen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir haben die 500 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich darüber wirklich, wirklich sehr. Ja? Und ja, dann starten wir auch gleich ins Video. Ich habe hier bei Tiermaker einmal alle Plätze aufgeschrieben als Ranked. Hier sind alle Vereine. Und dann kann ich hier einfach sagen, gut, Köln wird letzter. Übrigens habe ich hier was falsch benannt. Ignoriert es einfach. So, jetzt passt. Und genau, heute predikte ich alles. Dann kommen wir direkt, fangen wir direkt mal an. Platz 18 ist Preußen Münster. Preußen Münster, ja, die haben jetzt noch nicht so viel Geld ausgegeben. Die haben mit für 100.000 Euro Johannes Schenk geholt, fest verpflichtet vom FC Bayern. Ja, ist ein interessanter Torwart. Ansonsten Joshua Mees von Kiel, ablösefrei, der ist auch sehr interessant. Eigentlich ein guter Spieler. Hat ja auch jetzt seinen Ernährungsplan umgestellt, habe ich gehört. Allerdings, sie hatten keine schmerzhaften Abgänge. Die Mannschaft ist soweit gut zusammengeblieben. Trotzdem glaube ich nicht, dass Preußen Münster das Niveau der zweiten Liga hat. Gründungsmitglied der Bundesliga, wissen viele nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr cool auf jeden Fall. Fände es auch cool, wenn sie in der Liga bleiben würden, weil es ein cooler Verein ist. Aber ich glaube leider, dass es ganz knapp nicht reichen wird und sie werden letzter. So, Platz 17. Letztes Jahr, furios, alle überrascht. Die SV Elversberg. Ja. Letztes Jahr sind die überraschend sehr, 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 sehr weit hochgekommen. Das hätte keiner mit gerechnet. Sie waren nämlich auf dem 11. Platz. Dieses Jahr reicht deren Qualität aber, denke ich mal, nicht aus. Sie haben mit Rochelt einen wichtigen Stammspieler verloren. Der ist nämlich nach Hannover gewechselt. Für einen hohen Betrag. Sie haben noch keinen Cent ausgegeben und keine guten Neuzugänge. Ich finde, der aktuelle Kader ist einfach nicht zweitligatauglich. Rochelt war letztes Jahr noch wichtig für die, hat viele Scorer gemacht, viele Tore geschossen, viele aufgelegt. Dadurch, dass der jetzt auch weg ist, ist es so, finde ich, so besiegelt. Sie werden es nicht schaffen. Ist meistens so, Vereine, erste Saison überraschend krass und zweite Saison, bumm, weg. Kann natürlich jetzt auch mit Preußen Münster passieren. Ich denke, sie werden deswegen auch dieses Jahr absteigen. Am Relegationsplatz habe ich einen weiteren Aufsteiger zu Preußen Münster. Die SSV Ulm. 1846 wurden sie gegründet. Sehr traditioneller Verein. Sie sind aus der vierten in die zweite Liga durchmarschiert. Aber der Kader ist einfach nicht stark genug. Der ist nicht stark, also nicht sehr stark, aber er ist gut genug, damit sie nicht wie Preußen Münster oder Elversberg direkt absteigen. Ich denke, sie werden sich in die Relegation retten können. Und mit Leo Ciencia haben sie einen der besten Spieler an Heidenheim verloren. Der hat letztes Jahr 27 Scorer gemacht. 12 Tore, 15 Vorlagen in der dritten Liga. Ich glaube, deswegen auch wird es für sie nicht ganz reichen. Letztes Jahr direkt aufgestiegen aus der dritten Liga, nachdem sie davor aus der vierten Liga aufgestiegen sind. Auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ich denke auch, sie endet noch nicht, weil vielleicht gewinnt sie die Relegation und bleiben noch ein weiteres Jahr in dieser Liga. Ja? Wer auch ein weiteres Jahr in dieser Liga bleiben wird, ist Eintracht Braunschweig. Zum dritten Mal in Folge werden sie 15. Ja? Ich glaube, die können sich so richtig knapp retten. Aber sie haben viele Stammspieler verloren. Sie haben Rundhorben Hoffmann an Schalke verloren
und auch Anton Donko an Schalke verloren. Ein ehemaliger Torjäger, letztes Jahr nicht mehr so gut, Anthony Uccia, aber auch ein Führungsspieler, hat sie auch verlassen. Die konnten noch nicht alle adäquat ersetzt werden. Lennart Grill wurde ausgeliehen von Union Berlin als neue Nummer 1. Ja, ich fände Hofmann ist auf jeden Fall besser als Lennart Grill. Aber sie konnten mit Conte einen guten und schnellen Außenspieler holen können. Letztes Jahr sind sie, wie gesagt, auch 15. geworden. Ich denke nicht, dass sie absteigen werden. Ich denke, sie werden viel mit dem Abstieg zu tun haben. Es aber wie in den letzten Jahren auch knapp schaffen und komplett drinnen bleiben. Ja? Genau deswegen habe ich sie auf Platz 15 getippt. Platz 14 habe ich einen weiteren Aufsteiger. Ja, Regensburg. Ich denke, auch die werden die Klasse halten können. Sie haben gute Transfers gemacht, wie ich finde. Sie haben Sebastian Ernst von Hannover 96 geholt. Oder auch Pröger vom Absteiger des letzten Jahres von Rostock geholt, der dort gut gespielt hat. Sie hatten keine großen namhaften Abgänge und haben die Mannschaft gut zusammengehalten und auf schwächeren Positionen gut verstärkt. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Deswegen denke ich auch, dass sie nicht absteigen werden. Sie werden so bis so zum 28., 29. Spieltag, vielleicht sogar bis zum 30. Spieltag, einiges mit dem Abstieg zu tun haben. Und irgendwann werden sie dann einfach sicher den Klassenerhalt haben. Ja? Und jetzt komme ich auch schon zu einer großen Überraschung. Der Platz 13. Darmstadt 98. Letztes Jahr noch Bundesliga. Was ist da los? Sie haben viele schmerzhafte Abgänge gehabt. Zum Beispiel einen Marvin Melhem, der zu Tim Walter in die Premier League gewechselt ist. Zu Hull City. Für viel Geld. Sie haben eine wirklich, wirklich schlechte Vorbereitung gespielt. Sie haben gegen den FSV Frankfurt 1-0 verloren. Die sind in der vierten Liga. Sie haben gegen den FC Saarbrücken 2-1 verloren. Sie haben keine guten Transfers gemacht. Sie haben einfach nur ein paar gestandene Zweit- und Drittligaspieler gekauft. Ich denke, diese werden sehr, sehr, sehr enttäuschen. Und die müssen wirklich aufpassen, dass denen hier nicht das hier passiert. Wie Bielefeld. Bielefeld ist ja damals dann direkt durchgereicht worden. Ich denke nicht, dass es passiert, aber sie werden auf keinen Fall irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben. Sie werden auch lange gefährdet sein mit dem Abstieg, aber sie werden sich am Ende retten können. Denke ich. Ja? Platz Nummer 12. Letztes Jahr knapp gerettet. Der erste FC Kaiserslautern. Ich denke, sie werden leicht besser sein als letztes Jahr. Letztes Jahr war eine nicht so erfolgreiche Saison. Sie wurden 13. Konnten sich gerade so retten. Aber sie haben gute Transfers gemacht. Mit Yannick Mause haben sie einen sehr interessanten Stürmer von Ingolstadt gekauft für 500.000 Euro. Ah ne, doch 600.000. Was laber ich? Der hat letztes Jahr 18 Tore und 4 Vorlagen für die gemacht. Aber sie haben auch mit Nyhus einen wichtigen Verteidiger verloren. Ich denke nicht, dass sie wie letztes Jahr so viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Sie werden einfach irgendwo in Niemandsland der Tabelle rumdunkeln. Aber ja, genau so. Platz Nummer 11. Der 1. FC Magdeburg. Eine Wundertüte. Ja, den brauchen wir. Letztes Jahr zum Beispiel 7-0 gegen den KSC verloren, da war ich ja im Stadion. Plötzlich dann mal 6-4 gegen Hertha oder 3-0 gegen Schalke gewonnen. Die haben viele wichtige Spieler verloren, wie Schuller zu Hertha oder El Fadli zum HSV oder auch Bell nach Braunschweig. Die haben auch gute Transfers getätigt, wie Martin Kaas für 800.000. Der hat letztes Jahr 23 Scorer bei seinem Ex-Club in den Niederlanden erzielt. An sich denke ich, Magdeburg wird nichts nach oben oder nach unten zu tun haben. Die werden irgendwo einfach im Niemandsland der Tabelle rumdumpeln. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Nach oben wird nichts gehen. Denke ich nicht. Sie werden schon so ein bisschen Abstand zum FCK haben. Und letztes Jahr
hatten sie ja. Ja, mit dem auf dem 14. Platz waren sie jetzt nicht ganz so sicher, wie es manche gehofft haben. Ich denke, dieses Jahr wird es ein bisschen besser laufen. 3 Plätze drüber als letztes Jahr. Und ich glaube, es wird dieses Jahr wieder viele Überraschungen bei deren Spielen geben. Platz Nummer 10. Kräuter Fürth. Hätten viele vielleicht höher erwartet, aber die haben an den FC Bayern Armindo Sieb für 1,5 Millionen Euro verloren. Der FC Bayern hat nämlich die Rückkaufoption gezogen. Und die konnten den noch nicht so richtig adäquat ersetzen. Sie haben Roberto Massimo ablösefrei vom VfB geholt. Der hat ja 5 Jahre gespielt. Ansonsten sind 2 Stammspieler mit Tim Lemperle und Jonas Urbeck wieder nach Köln zurückgekehrt, die beide ausgeliehen waren. Ja, ich denke, die werden einfach stabil im Mittelfeld hier sein. Da geht nichts nach oben, nichts nach unten. Ich denke, es wird eine bisschen enttäuschende Saison für die. Die wollen sicherlich auch wieder mehr nach oben. Aber sie werden es leider nicht ganz schaffen. Platz Nummer 9. Der SC Paderborn. Leicht schlechter als letztes Jahr. Da wurden sie 7. Sie haben Sven Michel von Union Berlin zurückgeholt. Den haben sie damals nämlich für 2,5 Millionen Euro, glaube ich, verkauft. Der hat da nicht eingeschlagen, holen sie wieder zurück. Der war dort absoluter Leistungsträger in Paderborn früher. Und ich glaube, der könnte da auch wieder gut aufblühen. Sie haben aber auch viele abgegeben, wie zum Beispiel Christian Conte zu FC Heidenheim. Ja, da muss man nochmal schauen, ob man den adäquat noch ersetzen kann. Bis jetzt denke ich, die werden so ein bisschen was mit dem oberen, die werden so im Aufstiegskampf mitgehen, aber sie werden jetzt nicht direkt die Chance haben, oh, das könnte vielleicht noch was werden. Sie sind so ein bisschen so dabei, sie sind so die, die warten, wenn jemand einen Fehler macht, dann versuchen sie zuzuschlagen. Ansonsten glaube ich, dass da nichts passiert. Platz Nummer 8. Letztes Jahr waren sie besser. Hannover 96. Hannover 96. Ja. Ich sehe sie dieses Jahr nicht im Aufstiegskampf mitspielen, sondern sie werden so irgendwo im Mittelfeld hin und her pendeln. Vielleicht werden sie mal 6. sein, mal 5. sein. Vielleicht werden sie auch mal 12. sein. Ja. Also, wie letztes Jahr, so gut wird es nicht laufen, glaube ich, dieses Jahr. Sie haben zum Beispiel mit Sebastian Ernst einen Spieler verloren. Den hatten wir vorhin bereits genannt. Ja. Ich glaube, der Kader ist nicht mehr ganz so stark wie letztes Jahr. Auch zum Ende hin lief es ja dann nicht mehr so gut. Also, lief schon noch ganz okay, aber hätte auch besser laufen können. Sie wurden ja 6. Ich denke nicht. Also ich denke, in die Richtung könnte es schon wieder gehen. Wenn ich überlege, letztes Jahr lagen zwischen dem 6. und dem 8. 2 Punkte. Das ist realistisch. Und deswegen denke ich, Hannover wird Platz 8. Platz 7 hätten viele entweder noch viel weiter unten oder viel weiter oben erwartet. Übrigens, wir haben hier so richtig geile, so guck mal, viele Traditionsvereine. Den HSV und FC Köln. KSC, Hertha, Nürnberg, Schalke, Düsseldorf. Alle die würde ich gerne in der ersten Liga sehen, sage ich. HSV-Traditionsverein, Köln-Tradition. Wir haben alle so viel Tradition. So, Nürnberg wird es dieses Jahr aber nicht schaffen. Platz 7. Starke Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr. Da wurden sie nämlich 12. Ja? Konsequenz, neuer Trainer. Miroslav Klose. Glaube ich, dass es ein guter Trainer ist. Und ich glaube, sie hoffen und sie wollen es auch, dass sie hier mal so oben mitspielen mal wieder. Aber ich denke, das wird auch passieren. Aber am Ende wird es knapp nicht reichen. Es geht dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach unten dann wieder. Sie werden wahrscheinlich am Anfang noch weiter oben sein. Und dann werden sie sich am Ende so auf den 6. 7. Platz einpendeln. Sie haben nicht einen ganz so starken Kader wie letztes Jahr. Von den guten Spielern. Sie haben nämlich mit Can Usun an Eintracht Frankfurt ihren besten Spieler verloren. Ich glaube, ohne den wären die letztes Jahr wahrscheinlich sogar abgestiegen. Ich glaube, hat der nicht 20 Tore oder so gemacht? Ich weiß es nicht. Sie haben gute Transfers gemacht. Sie haben mit Robin Knoche
von Union Berlin einen 32-jährigen Routinier geholt. Der ist auch der neue Abwehrchef und auch ihr neuer Kapitän. Sie haben in den Testspielen haben sie Juventus Turin mit 3-0 besiegt. Ich weiß, es war nur ein Testspiel. Trotzdem, das sah schon ganz gut aus. Und deswegen denke ich, dass es dieses Jahr ein bisschen weiter nach oben gehen könnte als letztes Jahr. Platz Nummer 6. Fortuna Düsseldorf. Auch die werden dieses Jahr nicht so stark sein wie letztes Jahr. Letztes Jahr Dritter, dann gab es ja dieses Drama mit in der Relegation. 3-0 Hinspiel in Bochum gewonnen. Rückspiel 3-0 verloren und dann im Elfmeterschießen verloren. Sie haben mit Yannick Engelhardt für 8 Millionen einen Stammspieler an Como verloren. Und mit Christos Zollis ihren absoluten Überspieler, der krass war, für 5 Millionen an Brügge verloren. Ja. Haben dadurch viel Geld eingenommen, aber können das natürlich alles nicht ausgeben. Und ja, wenn der jetzt halt wegfällt, dann läuft es auch nicht so. Also die Mannschaft hatte halt letztes Jahr manchmal Phasen, da lief es nicht so gut. Dann kam so Christos Zollis mit seiner Qualität und hat einfach alles auseinandergenommen und dann plötzlich mal einen Doppelpack geschossen. Und dann stand es plötzlich mal 2-0 für Düsseldorf und dann haben die das Ding über die Zeit gebracht. Ja, das gibt's halt dieses Jahr nicht. Vielleicht werden sie auch 7., 8., aber sie werden nicht wieder in die Top 4 oder also Top 3 oder so kommen. Genau. Also sie werden nichts mit Aufstieg zu tun haben, glaube ich. Platz 5, ihr wisst, der HSV. Jedes Jahr aufs Neue. 4. Platz dieses Jahr, tatsächlich 5. Platz. Ich bin von Steffen Baumgarts Spielsystem noch nicht komplett überzeugt. Aber sie haben mit Silvan Hefti einen guten Außenverteidiger geholt, den ich sehr interessant finde aus der Schweiz. Aber beim HSV ist es in den Köpfen, jedes Jahr aufs Neue reicht es wieder ganz knapp nicht. Und ich glaube, genauso ist es auch dieses Jahr wieder. Es wird knapp nicht reichen. Es werden hier zwischen Platz 5 und Platz 2 wahrscheinlich so 4-5 Punkte liegen und es wird knapp nicht reichen. Ja, vielleicht werden sie auch 4., aber sie werden nicht aufsteigen, denke ich. Weil alle tippen, dass die aufsteigen immer. Aber jedes Jahr auf die 1 oder auf die 2, weil die halt mit Abstand den besten Kader haben, mit Robert Glatzel. Sie haben aber auch einen wichtigen Spieler verloren, und zwar Laszlo Benes. Der ist gegangen. Ansonsten haben sie relativ viel zusammengehalten. Aber es wird nicht reichen für den Aufstieg. HSV wird dieses Jahr wieder HSV-Sachen machen. Platz 4. Hätten manche vielleicht sogar weiter oben noch erwartet. Hertha BSC. Damit haben wir jetzt auch schon mal die Top 3. Köln, KSC, Schalke. Sie haben unfassbar guten Kader. Sie haben einen Fabian Riese. Sie haben einen Haris Tabakovic, der letztes Jahr die Torjägerkanone geholt hat. Ein Fabian Riese, der unfassbar stark ist. Es reicht aber knapp nicht. Sie hatten keine schmerzhaften Abgänge, wie ich finde. Sie hatten mit Cousins einen richtig guten Mittelfeldspieler geholt und sie konnten halt wirklich mit Riese und Tabakovic ihre beiden besten Spieler halten. Und das ist auf jeden Fall schon mal krass. Ich denke, es wird knapp am 3. Platz scheitern, aber ich bin vom Trainer nicht ganz überzeugt. Muss ich ehrlich zugeben. 3. Platz. Viele haben die auf 1 getippt. Viele. Gesagt, ja, Köln, der Kader. Die konnten den komplett zusammenhalten. Die werden so als Erste aufsteigen. Nein. Der Kader war letztes Jahr zu schlecht für die erste Liga und hat nicht funktioniert. Derselbe Kader hat immer noch dieselben Lücken. Die Transfersperre ist natürlich sehr schlimm von denen. Sie konnten keine Neuzugänge verpflichten. Die Außenverteidigung ist sehr schlecht besetzt. Da spielt zum Teil Jan Thielmann. Und ja, da fehlt es einfach an allen Ecken und Kanten. Allerdings konnte die Mannschaft ja gut zusammengehalten werden mit Urbik und Lemperle sind ja auch zwei talentierte Spieler von der Laie nach Fürth zurückgekehrt. Urbik ja jetzt die neue Nummer 1. Auch Lemperle, guter Stammspieler und an sich hätten sie vielleicht noch 2-3 Spieler hätten verpflichten können. Dann wären sie auf jeden Fall Erster, sage ich. Aber auf jeden Fall für die Top 4 reicht es.
und auch für den dritten Platz, aber ich glaube nicht, dass es für den Direktaufstieg reichen wird. Platz 2. Überraschung. Der KSC. Viele sagen, ja, der Kader ist schlechter als letztes Jahr. Ich habe mir den Kader genau unter die Lupe genommen. Sie hatten zwar schmerzhafte Abgänge mit Gondorf oder Stindl, aber Stindl hatte ja nicht mehr so einen großen Input. Ja, der war die komplette Rückrunde verletzt. Aber es gab eben auch schlimmere Abgänge wie Igor Matanovic oder Nebel, die beide ihre Line beendet wurden. Einmal Nebel wieder nach Mainz und Matanovic wieder nach Frankfurt. Ich finde, sie haben aber gute Transfers getätigt. Sie haben Robin Häuser von Wiesbaden geholt. Baba Conte von Hoffenheim ausgeliehen. Das sind beides junge, also ist ein junger Spieler, eigentlich mit viel Potenzial. Man konnte David Herold vom FC Bayern fest verpflichten. Der war letztes Jahr ausgeliehen und war sehr gut. Der Aufstieg ist für viele nicht realistisch. Ich sehe, wenn der Kader gut zusammenwächst, hier viel Potenzial. Genau. Ich denke, KSC wird es weiter. Da ist ein klasse Marvin Vanicek, der da seit Jahren konstant gut spielt. Paul Nebel, genau. Ein Budo Zivzivadze. Der ist einfach... Ich glaube, der wird dieses Jahr gut ballen. Ich glaube, der wird gut sein. Und das letzte Team, was übrig ist, der FC Schalke 04. Ich kann es nicht anders sagen, der Kader ist einfach krass. Die haben so viele gute Transfers getätigt. Sie haben rundum Hoffmann oder Anton Donkor geholt von Braunschweig. Sie haben Sila aus Frankreich geholt für 2,5 Millionen. Yannick Bachmann vom Absteiger aus Rostock. Sie hatten aber auch viele schmerzhafte Abgänge wie Marius Müller, Asanoue Traogo oder Keke Top. 15 Millionen haben sie mit denen eingenommen. Die konnten ja auch wieder reinvestiert werden. Karel Gerrard hat in der Rückrunde die Mannschaft sehr gut stabilisiert. Ich finde, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass sie die Meisterschaft erreichen können. Ja, ich denke, sie werden auf jeden Fall aufsteigen. Vielleicht wird auch der KSC Erster. Klar, kann jetzt nie wissen. Ich denke, sie werden auf jeden Fall aufsteigen. Es ist viel Hype da. Die Mannschaft hat in den Vorbereitungstestspielen eigentlich immer gut gespielt. Und deswegen denke ich, dass Schalke auf dem ersten Platz landet. So, zum Schluss gibt es noch ein paar Zusatzkategorien. Ich sage, der Torschützenkönig wird Haris Tabakovic von der Hertha. Die größte Überraschung wird der KSC. Die größte Enttäuschung SV Darmstadt. Der beste Spieler der Saison Tabakovic. Und der beste Torwart der Saison wird Max Weiß vom KSC. Den habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Die haben mit Drewes ihren Stammtorwart verloren, aber mit Max Weiß einen richtig interessanten jungen Keeper, den sie langfristig verlängern konnten. Genau. So, das war's aber auch vom heutigen Video. Ihr könnt euch hier die Tabelle nochmal komplett anschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, welcher Tag bei euch ist. Bei mir ist heute der 1. August. Dieses Video wird wahrscheinlich aber erst am Montag online kommen. Wahrscheinlich am 5. August, denke ich. 5. August, ja. Da ist der erste Spieltag schon um, aber bei uns ist der noch nicht um, bei mir. Und daher hat es noch keinen Einfluss, was am ersten Spieltag passiert. Und ja, lasst sehr gerne allen kostenlosen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Jetzt sind wir nicht mehr auf dem Weg zu den 500, sondern zu den 1000 Abonnenten. 1000 Abonnenten, crazy Zahl. Bis nächstes Mal. Bald kommt auch noch die Drittliga-Prognose, Trikot-Rankings, verschiedene Sachen und natürlich die Bundesliga-Prognose. Bis nächstes Mal und ciao, ciao.